Macht es einfach so. Hier, Flugzeug, landen. Kannst du mal bitte die Radio ausmachen? Ich muss jetzt sprechen. Piep, piep. Piep, piep. Hallo? Hallo? Ring, ring. Du musst mitmachen. Ring, ring. Bitte, spiel mit. Ring, ring. Wer ist da? Nein, das heißt Ring, Ring, Hallo und dann wieder. Ich habe eins. Was? Ich habe kein Telefon. Doch, du hast auch eins. Willst du meins haben? Nein. So, also, wir haben wieder eine neue Woche. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was kann ich euch denn zeigen, berichten, weil es läuft ja so vor sich hin. Es ist jetzt die 7. Woche von der Prep. Und ja, es hat sich nicht so viel geändert. In meinem Essen ist es immer mal wieder weniger geworden. Wir haben zwar immer noch über 2000 Kalorien, aber wir sind mit der Bewegung ein bisschen hochgegangen. Wir haben ein paar Fette gestrichen, wir haben ein paar Kohlenhydrate gestrichen. Und mittlerweile habe ich ungefähr 5 Kilo abgenommen. Ungefähr 5 Kilo müssen noch weg, bis das Ganze entspannter wird. Jetzt so die letzten Tage habe ich auch gemerkt, das waren so, ist so das erste Mal, wo ich auch wirklich mal wieder Bock hätte, was zu essen, was ein bisschen schmutzig ist. Also so wie, ich habe gesagt, eine American Pizza, die mit dem dicken Boden. Ich habe das, glaube ich, das letzte Mal gegessen vor 6-7 Jahren. Aber das war irgendwie was, wo ich gesagt habe, das wäre jetzt fein. Naja, auf jeden Fall wollte ich euch einfach mal erzählen zum Titel des Videos sozusagen, wie verrückt ist es oder wie verrückt muss man eigentlich sein, um so eine Wettkampfvorbereitung zu machen, beziehungsweise was ist denn eigentlich das Verrückte daran? Also, ich kann nur so viel sagen, das ist fast wie jedes Mal, man weiß nie, was auf einen zukommt. Und das erste Mal, als ich meine erste Diät gemacht habe, da wusste ich auch noch gar nicht, wie ist es eigentlich, wenn man dann wirklich Wettkampfform hat oder wie fühlt sich das an, wenn man dann auf der Bühne steht oder wie hält man das am besten aus, wenn man Hunger hat und warum hat man jetzt Hunger und warum hat man dann auf einmal Stimmungsschwankungen oder warum ist die Laune dann manchmal komisch? Also das erste Mal, wo ich eine Diät gemacht habe, oder für jeden auch kann ich als Tipp geben, der das erste Mal eine Diät macht, versucht auch wirklich ganz viel über euch selbst dabei zu lernen und seid euch bewusst, dass jede Diät anders ist, dass ihr jedes Mal wahrscheinlich euch anders fühlen werdet, dass ihr jedes Mal das Ganze anders wahrnimmt und dass euer Körper jedes Mal wahrscheinlich was anderes macht. Auf jeden Fall war es so, dass man sich dann irgendwie an dieses Leiden und an dieses Hunger haben und an den Zustand, wenn man dann mal in Form ist, fast gar nicht mehr so richtig erinnern kann, wie sich das anfühlt, sondern eher nur noch an Momente erinnert. Auf jeden Fall habe ich halt von Diät zu Diät
das war immer so ein bisschen was, wo ich mir selbst ankreiden würde. Nie richtig eine Off-Season gemacht, sondern dadurch, dass ich aus einem Zustand von einer harmlosen Essstörung, würde ich das mal nennen, kam, habe ich natürlich dann immer versucht, diese gute Figur nach dem Wettkampf so lang wie möglich zu halten. Obwohl, wenn man richtig nach Plan ist oder das Ganze strukturiert gestaltet, dann kann man auch als Athlet in der Off-Season sehr gut aussehen und sich auch wohlfühlen. Das Problem ist immer nur, wenn man halt das Ganze dann nicht strukturiert macht, dann in eine Reverse geht oder sich nicht an den Reverse-Plan halten kann, weil die Gelüste danach so stark sind, beziehungsweise der Drang danach, die Figur so gut wie möglich zu halten, so stark ist, dass man dann immer weiterhin versucht, wenig zu essen oder Diätessen zu essen, sehr viel Cardio zu machen, sodass der Körper eigentlich gar nicht so richtig sich erholen kann. Und das Problem ist dann, wenn man Hunger hat und man weiß, okay, in 4 Wochen ist der Wettkampf, dann kann man das im Kopf irgendwie so kompensieren und sich denken, okay, ich habe jetzt echt verdammt Hunger, ich muss mich jetzt ins Training schleppen, meine Cardio-Sessions durchziehen, aber in 4 Wochen stehe ich auf der Bühne und da muss die Form sitzen. Wenn der Wettkampf vorbei ist, dann wird in 4 Wochen kein weiterer Wettkampf sein, vermutlich, und dann ist dieses Kompensieren im Kopf nicht mehr da. Und dann fängt man hin und wieder mit der Zeit auch immer wieder an zu schludern. Man lässt sein Cardio weg. Vielleicht lässt man auch mal Trainings eher mal sausen, beziehungsweise isst dann halt mal mehr von manchen Sachen. Mehr Nüsse, mehr Fleisch, unterm Strich halt dann vielleicht auch zu viel mit einem Essen gehen, einem Geburtstag, einem Cheat Meal. Und das führt dann hinten raus dazu, dass man gar nicht mehr so richtig im Blick hat, wie viel man jetzt eigentlich isst, anstatt dass man wirklich strukturiert die Kalorien erhöht und irgendwann so einen Sweet Spot findet von seinem Körper, wo man sagt, okay, jetzt esse ich wirklich genug Kalorien, um mich zu verbessern, mein Gewicht bleibt, man hat, je nachdem wie schwer man ist, wie groß man ist, 5 bis 15 Kilo über Wettkampfgewicht, 15 Kilo können bei einer muskulösen Athletin oder Athleten, der, was weiß ich, 70, 80 Kilo in der Offseason hat, kann das schon noch gut aussehen. Also 15 Kilo hört sich erstmal viel an, aber bei mir ist es auch meistens so gewesen, dass ich immer so ja, um die 10 Kilo, 10, 13 Kilo über meinen Stage Weight war. Ja. Auf jeden Fall, was möchte ich euch sagen, ist es wichtig, dass ihr euch bewusst seid, dass ihr diese Form nicht halten könnt und dass ihr dann vielleicht versucht, wenn ihr es nicht alleine schafft, eben einen Coach zu haben, euch selbst zu fotografieren, zu messen und immer wieder zu überblicken, okay, was macht das Gewicht, was macht die Form, kippt das Ganze jetzt zu stark? Muss ich vielleicht wieder ein bisschen mehr auf meinen Plan hören, meine Ausnahmen minimieren und mein Cardio vielleicht einfach kontinuierlich beibehalten, beziehungsweise die Alltagsaktivität einfach, ja, beibehalten. Nicht sagen, okay, ich gehe jetzt in die Arbeit heim, auf dem Sofa, mach kein Cardio, mach nur eine Stunde Training. Das reicht halt manchmal nicht aus, wenn man auch wieder mehr oder gut isst, je nach Stoffwechsel. Auf jeden Fall war es halt bei mir immer so, bei den Diäten, dass ich immer bis zu 20 Kilo abgenommen habe, weil ich eben meine Off-Season nie so kontrolliert gemacht habe und immer dazu neige, schon von klein auf, dass meine Schilddrüse ein kleines bisschen faul ist. Wenn man das Ganze dann nicht im Blick hat oder auch keine Blutbilder macht, dann ist es halt so, dass mit einem schlechteren Schilddrüsenwert Ernährung und Training nicht so gut ankommen, wie wenn man wirklich eine sehr fitte, schnelle Schilddrüse hat. Fit und schnell heißt für mich alles unter 2,3 vom TSH-Wert ungefähr. Ja, war für mich dann immer sehr mühsam, weil mehr Körperfett ist gleich langsamerer Stoffwechsel, ist gleich oft
nach solchen Oldschool-Wettkampfdiäten, wo sehr, sehr wenig Fett gegessen wird, niedriger Testosteronspiegel. Wenn das beides in Kombination herrscht, ist halt oft das Problem, dass der Stoffwechsel erstmal 2 bis 3 Monate braucht, um in die Pötte zu kommen. Das heißt, wenn ihr 16 Wochen Diät einplant, aber eigentlich einen sehr langsamen Stoffwechsel habt und auch zu viel Körperfett für eine Off-Season, dann reichen diese 16 Wochen nicht. Das ist auch der Grund, warum viele nach 16 Wochen nicht in Form sind und dann am Ende mit der Brechstange ran müssen, was natürlich den Stoffwechsel und die Hormonlage dann nicht verbessert. Das heißt, meine Diäten waren immer mindestens 20 bis 25 Wochen lang. Jede. Also so gut wie jede. Und wenn man das mal so zusammenkalkuliert über die letzten Jahre, so seit 2015, war ich schon sehr, sehr, sehr lange auf Diät. Deswegen ist es jetzt nach, jetzt haben wir 2022, 7 Jahre mache ich jetzt Wettkämpfe schon, ist es für mich eigentlich wie ein Job, wie ein Fahrradfahren, weil in meinem Hauptjob als Krankenschwester war ich 6 Jahre, den Sport als Leistungssport mache ich jetzt seit 7 Jahren. Das heißt, ich bin in der Hinsicht schon sehr routinisiert. Nicht allwissend, aber routinisiert. Ich finde immer, es ist wichtig, dass man sich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, bewusst macht, man wird jedes Mal was dazulernen, man wird sich jedes Mal neu kennenlernen und ja, immer wieder sozusagen sehen, dass Dinge passieren, die man nicht gedacht hätte, dass der Körper so reagiert. Um vielleicht auf meine Diät jetzt zu kommen, im Vergleich zu dem, wie es früher war. Ich hatte Ende 2021 meine erste richtige Off-Season. Wir haben meine Kalorien, meine Makros, meine Lebensmittel an Fette, Eiweiß und Kohlenhydrate ganz fix festgelegt. Wir haben maximal einmal die Woche sozusagen ein Free Meal gemacht, wo wir gesagt haben, jetzt bestellen wir was vom Italiener oder gehen hierhin zum Essen. Ansonsten war es wirklich komplett nach Plan. Das hätte ich mir früher nie so vorstellen können, weil meine Diäten so hart waren oder so falsch, so oldschool, dass ich danach einen richtigen Abfuck hatte von den Diäten. Ich wollte keinen Druck mehr, ich wollte keine Vorgaben mehr, ich wollte einfach essen, welche Lebensmittel ich will und wann und wie viel. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Und dieses Mal war es so, dass meine Diäten halt wirklich bis zum ersten Wettkampf war es schon unheimlich lange und zehrend, um das Ganze auch wieder loszubekommen. Und dann waren ja über das komplette Jahr die Wettkämpfe verteilt und wenn man dann mal in Form ist, dann ist es zwar immer noch sehr, sehr anstrengend für den Kopf und den Körper, aber man kann sich hin und wieder auch was gönnen. Und dieses Gönnen ist für mich nicht, dass ich jetzt einfach essen kann, was ich will, sondern ein Essen gehen, ein gemeinsames Bestellen mit meinem Mann, mit der Family irgendwie. Ich habe Lust auf Sushi und bestelle mir Sushi, aber wirklich nur in einer Menge, wo ich sage, das war jetzt geil, ich bin gesättigt und happy, darauf hatte ich Bock. Und das hat mir so viel gegeben, weil ich einfach auch ein absoluter Genießer bin, was das Essen angeht. Essen macht einfach glücklich, viel Essen macht glücklich. Und wenn man dabei auch noch gut aussehen kann und trotzdem sich hin und wieder was gönnen kann, dann ist das für mich genau das Leben, das ich mir vorstelle. Ja, auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? War das eben so, dass wir über das Jahr halt uns immer wieder was erlauben konnten, weil wir ja schon in Form waren und wir durch dieses Beibehalten in der Off-Season und auch mit Lebensmitteln, wo der Körper nicht, wo ihn so schockiert, also das heißt, ich habe nicht immer nur Hähnchenreis, Brokkoli gegessen, sondern habe dann auch zum Ende hin oder zu manchen Wettkämpfen wieder Haferflocken eingebaut. Wir haben manche Wettkämpfe mit Burger geladen. Das heißt, mein Darm wurde nicht komplett abisoliert von Lebensmitteln und deswegen vertrage ich das auch alles so gut. Ja, ich glaube, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich denke, es ist angekommen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall ist es jetzt in dieser Diät so, dass
wir mit einem sehr hohen Startkalorienpensum angefangen haben, was ich noch nie in meinem Leben in der Off-Season gegessen habe, aber einfach nur, weil wir es kontrolliert immer wieder erhöht haben. Wir haben geschaut, was macht mein Körper, was macht mein Hunger, was macht meine Power, meine Performance im Training und haben dann die Kalorien dazu adaptiert und haben dann gemerkt, okay, hier ist gut, ich nehme wieder ab, okay, wir können ein bisschen mehr essen, wir können vielleicht ein zweites Cheat Meal einbauen, wie auch immer, wenn es sich anbietet. Hat man ja immer so als Auswahl, entweder man gönnt sich ab und zu mal was oder man geht halt generell mit den Kalorien hoch. Und wir sind jetzt am Anfang immer wieder ein bisschen nach unten gegangen von den Kalorien und haben gemerkt, okay, wir haben das jetzt echt schon fast um 1000 Kalorien gedroppt und mein Gewicht ist immer noch sehr schleppend am Fallen. Deswegen Cardio-Pensum nach oben, Kalorien weiter reduzieren, dass wir einfach in die richtige Richtung kommen, wo mein Körper eigentlich ja Peak Week ready ist, um ihn dann sozusagen perfekt auf die Bühne zu stellen. Und dafür fehlen eben noch ungefähr 5-6 Kilo und dann ist das Ganze oder die ganze Figur auch schon schärfer. Genau, ich selbst könnte das natürlich selbst nicht einschätzen, deswegen macht der Daniel das. Der ist da mein Brain, der schaut mich an, der sieht mein Gewicht und der sagt dann sozusagen, okay, heute, ab heute gibt es weniger Essen, ab heute gibt es mehr Bewegung. Und genau das ist das, was den Leistungssport ausmacht, was jeder Profisportler benötigt. Im Grunde finde ich jemanden, der einfach sagt, hey, mach dies, mach das und ich bin einfach nur die ausführende Gewalt. Vom Kopf und von der Einstellung in dieser Diät ist es für mich purer Luxus. Wir sind selbstständig, ich kann meine Termine selber legen. Ich mache zu 80% Online-Coaching. Das heißt, ich kann mir wirklich die Zeiten für das, wie ich auch mit meinen Kundinnen und Kunden arbeite, selbst legen. Auch mit den Posing-Terminen. Es mit meinem Training, ich kann alles wirklich um meinen Sport bauen und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, weil das gibt mir unheimlich viel und macht mich umso leistungsfähiger. Das ist ein sehr großer Vorteil. Zweiter großer Vorteil ist, dass mein Mann mich vorbereitet und ich nicht irgendwie ständig das Gefühl habe, irgendwie so wie früher. Ich habe früher halt einmal die Woche Fotos geschickt und dann war es das. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn jetzt aber die Woche irgendwie das nicht ausreicht, die Zeit reicht nicht aus, dass die Form steht. Das ist für mich alles auch viel entspannter, weil ich weiß, wenn was wäre, der sieht das und wir passen das an. Genau deswegen haben wir auch bei uns im Coaching das Ganze so intensiv mit den Athleten. Manchmal wird da echt täglich entschieden, was zu tun ist, weil wir einfach das Ganze so rüberbringen wollen und die Athleten so betreuen wollen, wie wir auch selbst betreut wollen werden. Genau, das war schon immer mein Leitspruch, auch damals im Krankenhaus. Ich möchte die Menschen so behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Und deswegen bin ich auch aus dem Krankenhaus gegangen, weil das in der heutigen Zeit im Krankenhaus nicht mehr möglich ist. Ja, ich habe, denke ich, genug gebabbelt, ein paar Eindrücke aus der Vorbereitung, aus meiner Wettkampferfahrung. Lasst mich sehr gerne wissen, wenn ihr Fragen zu dem kompletten Thema habt in Bezug auf Mindset, Training, wie ist es von früher zu damals, wie hat es sich entwickelt mit dem Essen. Wenn da Fragen kommen oder Interesse besteht, mache ich gerne auch mal ein Question-and-Answer-Video dazu, um einfach auch vielleicht die Leute abzuholen, die das gerade jetzt das erste Mal machen, um zu zeigen, hey, so war das damals bei mir auch, aber so und so kann es werden und das sind meine Tipps dafür. Ja, ich verabschiede mich aus unserem kleinen Shop. Wie immer, ihr wisst Bescheid, Vajo ESN im Online-Shop auf team-tina.shop über den WhatsApp-Chat rechts unten, goldenes Symbol, einfach uns direkt anschreiben, was ihr haben wollt. Wir haben eigentlich meistens immer alles da von Vajo und ESN
Und natürlich noch viel, viel mehr. Könnt ihr gerne stöbern. Mit dem Code Jenny bekommt ihr natürlich auch immer den besten Preis. Und könnt natürlich auch auf ism.com mit dem Code Jenny bestellen und mich supporten, unsere Projekte supporten. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Lasst mir eine Frage da, lasst mir einen Kommentar da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt hier links oder rechts irgendwo, wo dieses Symbol ist. Fühlt euch geknutscht und habt noch einen schönen Abend. Lotti, du musst auch Tschüss sagen. Komm mal her. Oh, ja, sag Hallo. Sag Hallo. Hallo. Da, schau. Da. Da ist die Kamera. Da, schau. Da. Ja. Das ist gut. Du musst dich benehmen. Ja, du musst dich benehmen. Genau.